So. Auf, ja, ja. Auf, sag mal. Jetzt sind wir alle auf dem Platz und es sind wirklich weit mehr als 10.000. Ich freue mich auf die wirklich offizielle Zahl, aber das ist fantastisch. Und wir haben gerade gehört, dass in München auch weit mehr als 20.000, jemand 50.000 aus München her sagt. Ich bin jemand, der die Offline-Zeit noch miterlebt hat. Neben mir steht jemand, den man als Digital Native bezeichnet. Sie twittert unter dem Namen Serienjunkie 2. Und ich begrüße ganz herzlich bei euch hier, bei uns hier, Hammer, Sabrina. Hammer. Hallo Leute! Wie toll, dass ihr alle hier seid! Das ist doch höchste Zeit! 5 vor 12! Ja? Ich bin Sabrina. Ich komme hier aus Frankfurt und bin gerade ausgelernt. Und auf jeden Fall öffentlich reden halten gehört nicht so zu den Dingen, die ich für gewöhnlich tue. Ich bin eher nicht so die Laute. Das heißt, ich tue eigentlich nur. Es ist vor meinem Gesicht, Leute. Ich bin nur nicht so laut. Sprich so, sprich genauso. Also, öffentliche Reden sind nicht so mein Ding und deswegen bin ich eigentlich auch nicht so die Laute. Ich tue eigentlich das nur dann, wenn ich sauer bin. Und zwar so richtig sauer. Und wie ich euch hier so sehe und wie ich euch hier auch so höre, bin ich mir sicher, ihr seid das auch. Also lasst doch mal hören, wie sauer ihr seid. So, nur warum sind wir das überhaupt? Was ist der Grund? Der Grund ist, dass ein alter Mann und seine Freunde nach Brüssel gegangen sind, um dort unsere Heimat kaputt zu machen. Aber Sabrina, könnte man fragen, du bist doch aus Frankfurt. Wie meinst du das, deine Heimat? Ich meine damit, dass ich, genau wie viele andere hier, mein Leben mit dem Internet als festen Bestandteil lebe. Es ist für mich kein separater, besonderer Ort, den ich mit Staunen und Wundern betrete. Nein, es ist ein unmittelbarer Teil meines Lebens. Über das Netz gelange ich an einen Großteil der Informationen, die ich in meinem Alltag brauche. Über das Netz halte ich Kontakt mit Freunden. Im Netz habe ich Zugang zu meinen geliebten Serien. Ich trenne nicht zwischen einem digitalen Leben und einem analogen. Es ist eine Realität und es ist meine Realität. So, und Serien schaue ich dort nicht nur, es wäre ja nur der halbe Spaß. Nein, der für mich wichtige Teil ist der Austausch mit anderen Fans. Als, und das ist kein großes Geheimnis, ich trage das Fett auf meinem T-Shirt, ich bin Urperin. Und das heißt, dass ein wesentlicher Teil der Fankultur für mich auf unterschiedlichen Internetplattformen stattfindet. Herr Voss und seine Bande versuchen nun, über diese Fankultur hinwegzugehen, als wäre das nichts. Sie stellen die Interessen von wenigen vor die Interessen von vielen. Wenn ich mir Herr Voss so anhöre, dann glaube ich, dass dieser Mann gar nicht weiß, was er angerichtet hätte, wenn diese Richtlinie so beschlossen wird. Er weiß doch gar nicht, was er Menschen damit antut. Die Politik alter Menschen mischt sich in eine Welt ein, die sie nicht kennen und auch nicht kennenlernen wollen. Wichtig, dass wir hier sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir laut sind. Wir lassen uns nicht ignorieren. Wir sind Menschen, wir sind Bürger, wir sind keine Bots. Geben wir auch einen klaren Eindruck davon, wie laut und wie sauer wir sind. Bei der Urheberrechtsreform aber nicht nur um Fankultur. Es geht auch um die Gefährdung der Demokratie. So wie wir über Serien und andere Interessen austauschen, so dient das Netz auch zum Austausch politischer Meinung. Dort diskutieren wir, formen Standpunkte und machen unsere Argumente für andere Menschen sichtbar. Dabei
Dabei bedienen wir uns allen der Methoden, für die das Netz wie geschaffen ist. Es lebt von Mix, Remix, Memes entstehen, Beiträge, ob Text, Audio oder Video, gehen viral. All dies beschreiben ältere Menschen als die Faszination des Netzes. Für uns ist das nicht faszinierend, für uns ist das selbstverständlich. Und dann kommt so ein Lauch in unser Wohnzimmer reingestolpert und macht das Ganze aus Ignoranz kaputt. Und versteht nicht einmal, warum Artikel 13 auf automatisierte Upload-Filter hinausläuft. Und nimmt billigend in Kauf, dass Upload-Filter unsere Art des Austausches miteinander zerstören. Das ist es, was mich so sauer macht. Dass ich heute hier vor euch stehe und diese wundervolle Rede halte. Euch hier zu sehen, gibt mir Mut. Mit uns sind in vielen Städten Tausende, wie wir gerade schon gehört haben, auf der Straße. Und wir rufen alle nach Brüssel und Berlin. Stopp bis hierhin und nicht weiter. Wir alle sind hier, um ein Zeichen zu setzen. Nein zur schlecht gemachten Urheberrechtsreform. Nein zu Lobbyinteressen. Ja zu einem freien Internet. Ja zur Freiheit. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, Sabrina. Ihr habt euch gefragt, wer denn die Organisatoren sind von heute. Wer kämpft seit vielen Monaten dafür, dass jetzt so viele Menschen hier auf die Straße gehen? Wer war schon letzten Sommer dabei? Das sind diejenigen, die Save the Internet auf die Beine gestellt haben. SDI ist eine Gruppe von Leuten, die sich engagiert haben für Meinungsfreiheit und dagegen, dass das Urheberrecht auf diese Art und Weise gestaltet wird, wie wir es jetzt hier vor uns haben. Ich habe hier an meiner Seite Lukas Scheele von STI. Er wird uns erzählen, was er hält vom Urheberrecht und von Artikel 13. Vielen Dank. Eine gute Frankfurt! Hier heute vor euch im Namen von Save the Internet. Wir haben uns vor 9 Monaten im Juni gegründet, um gegen diese Urheberrechtsreform, wie sie damals war und wie sie in heutiger Form ist, nämlich noch schlimmer, zu kämpfen. Wir haben uns heute am Paulsplatz versammelt. Das ist ein historischer Ort. Die Märzrevolution von Deutschland. Bei dieser Revolution erlangten die Bürger